Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht mich hier im Hintergrund, weil hier alles spiegelt. Ja, ich bin hier in einem neuen Becken gelandet. Ihr seid hier richtig beim Crowntail-Plakatwurf. 12 Wochen alt. Und die Tiere durften jetzt hier in mein 100 Liter, Wohnzimmerbecken umziehen. Und dürfen sich jetzt hier mit ein paar Schnecken und ganz viel Grün auswachsen. Nennt sich in der Fachsprache Grow Out Tanks oder im Englischen übersetzt. Also, und ihr seht hier, durch das Umsetzen werden hier schon leichte Drohungen gemacht und die Reviere werden abgesteckt. Die Tiere sind 12 Wochen alt. Also könnt ihr euch mal ausrechnen, wie schnell die schon anfangen, aggressiv zu werden. Wobei ich davon ausgehe, dass das zum Beispiel ein Weibchen wird. Ich bin mir zwar noch nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte eins sein. Ein sehr schönes sogar. Die Tiere sind jetzt in 100 Liter, hatte ich ja schon gesagt, und ich habe sie jetzt noch nicht gefüttert. Hier ist alles aus. Hier ist übrigens noch einer, der wird wahrscheinlich ein Männchen. So. Und wenn ihr euch mal an das Video der letzten Woche erinnert, oh, schaut mal, den muss ich wahrscheinlich auch separieren. Dann erinnert euch ihr euch vielleicht auch, dass die Tiere so einen Sprung gemacht haben. Und das Gleiche wird jetzt hier in diesem 100-Liter-Becken auch passieren, da die Tiere jetzt wirklich extrem viel Platz haben und sich auch aus dem Weg gehen können. Also das ist auch sehr verkrautet, wie ihr seht. Und sich Höhlen suchen können und so weiter. Wird es jetzt hier auch Schlag auf Schlag gehen. Ich denke, die nächsten Tiere werde ich dann nächste Woche separieren. Das heißt, jetzt wird es langsam anstrengend. Es ist nicht nur noch ein kleines 12-Liter-Aquarium zu putzen, sondern im Prinzip das ganz große, wobei ich hier jetzt nicht so extrem putzen werde wie in den Clean-Becken. Der Vorteil von so einem Clean-Becken ist natürlich, dass man gezielt putzen kann. Das hat man jetzt hier nicht, aber ich habe hier extrem viele Schnecken. Und die werden natürlich dafür sorgen, den Unrat zu entfernen. Sind meine Mitarbeiter sozusagen. Der Vorteil bei diesem Aquarium ist natürlich auch, dass die Tiere jetzt an normales Wasser, sage ich jetzt mal, gewöhnt werden und an Pflanzen und an die ganzen Bio-Eindrücke, sage ich jetzt es mal. Ich habe jetzt den Fachbegriff nicht, wie man das schimpft, aber ich glaube, ihr versteht mich. Und ihr seht, da wird auch ein Männchen draus wahrscheinlich. Oder zwei. Das ist jetzt noch nicht so schlimm, weil die zwicken sich noch nicht. Die stecken hier ihre Reviere ab. Ist natürlich eine Umstellung. Jetzt, wenn man von einem kleinen Becken auf ein großes kommt. Sobald ich aber sehe, dass da Tiere gejagt werden, verletzt werden etc., werde ich natürlich die Tiere sofort trennen und separieren. Aber dass ihr mal seht, wie die jungen Wilden jetzt nur durch einen Wechsel des Beckens auf einmal anspringen, weil ich habe die heute vor 2 Stunden umgesetzt und da war noch kein Revierkampf zu sehen. Jetzt sind sie hier 2 Stunden drin und ihr seht, die sind schon richtig sich am Bekriegen. Zumindest am Austesten. Wenn ich hier mal meinen Finger daneben halte, seht ihr, wie klein die noch sind. Die sind so 1, 2 Zentimeter, 3 vielleicht. Und kriegen immer mehr Rot. Man erkennt auch teilweise sogar den Crowntail-Ansatz. Da sieht man es. Ich werde beim nächsten Mal wahrscheinlich dann wieder mit dem Makroobjektiv filmen, dass ihr das auch mal seht. Aber jetzt lasse ich die hier erstmal in Ruhe. Mit dem Handy ist das schon genug Stress, wenn ich hier da immer dran gehe und so weiter. Schaut das euch mal an, hier diese. Guckt mal, wie.
Ja, und da kann man halt wieder nicht leugnen, dass es Kampffische sind. Das sind keine Tiere, die man als Gruppen hält. Die sind 12 Wochen alt. Überlegt euch das mal. Das ist nix. Hier unten sind noch kleine Tiere. Trotz, dass sie sich hier so bekriegen, hängen sie alle auf der gleichen Ebene. So, und jetzt möchte ich euch einmal den ersten zeigen, den ich separiert habe. Ich hoffe, er zeigt sich jetzt. Ich gehe mal rüber. Hier übrigens nochmal von oben gesehen. Ich habe jetzt hier alles dicht gemacht, habe neue Blätter reingemacht. Hier ist nochmal was dazu. Und hier ist das andere Tier. Schaut euch den Buben mal an. Der ist schon rot und darf jetzt hier mit ein paar Garnelchen in 20 Litern wohnen. Ich möchte ihn jetzt nicht stressen, er ist jetzt auch erst 2 Stunden hier drin. Ich hatte ihn erst in das Große gesetzt, das war aber ein Fehler. Und ihr seht, er hat schon ein bisschen was an Flosse. Und hat hier in dem Becken, das kennt ihr ja, hat er halt auch extrem viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Und das mal kennenzulernen, wie das so ist. Ich kriege ihn nochmal von der Seite. Okay, ich möchte ihn jetzt nicht so sehr stressen, deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt Schluss und freue mich über einen Kommentar oder wenn ihr auf meiner Webseite nachschauen wollt, wie klein die noch vor 2 Wochen und letzte Woche waren, dann schaut da gerne vorbei, denn dann könnt ihr echt gut verfolgen durch meine Zuchttagebücher in Videoform, wie schnell die wachsen und wie plötzlich dann solche Wachstumssprünge auch vonstatten gehen. Achso, er wird jetzt hier in 24 Grad oder so gehalten. Kann man nachschauen. Ja, so den Dreh. Ich werde jetzt hier auch keine Heizung mehr anmachen. Wir haben fast 30 Grad und im Raum, also draußen und hier drin 25 Grad. Das reicht für das Tier. Die Heizung schaltet sich dann zu, falls es kälter wird, natürlich. Aber. Ich bin total zufrieden und hätte nicht gedacht, dass ich hier schon mit 12 Wochen den ersten separiere, weil der ist plötzlich so in den letzten 2 Wochen gesprungen. Und auch rot geworden. Schade, dass er sich nicht richtig zeigt. Aber ihr seht ihn ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und falls ihr mehr über das wissen wollt, schaut gerne auf meine Webseite vorbei oder auf Facebook. kampfischdame.de oder auf Facebook Kampffischdame. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.